Hierher, hierher. Einen muss ich auch mal wegstecken. Also den einen habe ich jetzt runtergeschossen. Wo ist denn der andere dahin gegangen? Der ist da. Hey, Arschloch. Hammer. Ja. So. Bisschen Munition sparen. Der kommt der nächste von denen. Ja, verdammt, ich habe jetzt. In dem Moment habe ich keine Munition mehr. Aber ich habe ihn erwischt mit dem Headshot. Jetzt wohl, der zweite direkt hinterher genatzt. Batsch, 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 weg damit. Und damit herzlich willkommen zurück zuletzt bei Mito Exodus. Oh, Alter. Ich will mal in die Welt. Hör mal, kannst du mal aufhören, auf mich zu schießen? Das ist unhöflich. Ich nehme die Munition mit. Wie ist das? Immer Munition mitnehmen, liebe Leute. Immer Munition mitnehmen, sonst steht ihr teilweise so mal wie ich da, dass ihr da gar nichts mehr habt an der Munition. So, die war. Typen sind weg. Die Waffe ist gar nicht mal so schlecht. Die ist sogar gut. Die ist sogar richtig gut. Die auch mitnehmen. Sind wieder ein paar Bauteile dabei. So, sind wir jetzt hier durch oder. So, einmal kurz den Hebel ziehen. Wer weiß, was da kommt. Wahrscheinlich dieses Türchen. Die Tür wieder auf, okay. Ja, es war mir fast so klar. Okay, kein Elite-Boss, sondern ein normaler, etwas dickerer. Das ist doch ein Elite-Boss. Oh, das ist eine. Okay, ich sage nie wieder irgendwas in der Richtung. Das ist nämlich tatsächlich ein Elite-Boss, der mir gerade ein bisschen Ärger macht. Okay, ich habe keine Munition mehr. Scheiße. Der will wahrscheinlich irgendwas von mir mehr haben. Ich frage mich. Kann ich hinten raussitzen? Scheiße. Ja. Hab ihn, oder? Vater! Wie krieg ich den jetzt runter? What the fuck, Alter? Was ist das für ein Typ? Das war. Oi, oi, oi. Hey, Arschloch. Hey, ja. Ich behaupte. Scheiße, wie soll ich den runterkriegen? Fuck you, Alter. Was ist das für einer, ja? Wie kriege ich den runter? Wie kriege ich diese Elite-Heinis runter? Ja, Headset fucking ist es immer. Headset hat die Fresse, Alter. Oh, mein Headset spinnt ein bisschen rum. Sorry, wenn das Knack manchmal kommt, das meine ich. Oh, was soll ich den kriegen, ja? Ha ha!
Der ist weg, der ist weg. Die kriege ich beide weg. Die kriege ich im Zug weg. Nur der hier gibt mir gerade ein bisschen auf den Piss. Ich habe ihn unter Beschuss. Umzingel ihn. Keine Chance, ich habe keine Ahnung, wie ich den runterkriege. Ich gehe mir gerade auf den Sack. Ich hänge jetzt gerade zum dritten Mal an diesem scheiß Elite-Kämpfer. Die Frage ist, wie kriege ich den runter? Okay, ich muss Granaten nehmen. Deswegen habe ich gerade mal nachgeguckt. Was warte mal, die Frage ist, wie kriege ich den her? Hab ich Granaten? Quatsch, und ich bin mit dem Feuerzeug. Ich hätte jetzt überlegt, mit dem Feuerzeug das zu machen. So, wie kriege ich den denn? Den jetzt runter. Das ist irgendwie möglich. Granaten? Bitte warte, Schussmaske. Ich brauche mal den Granaten. Leck mich doch am Arsch. Medipack. Herstellung. Ich brauche dringend Granaten. Köder. Hochmesser. Er liegt doch nicht. Ich will... Okay. Was Steuerung? Optionen. Beides gut. Ich brauche die Steuerung. Granaten werfen. Wie krieg ich Granaten weg? Okay, nach rechts werfen. Ich hab keine Dings. Ich habe aber keine. Ich habe tatsächlich keine Granaten wahrscheinlich gerade. Oder wie kriege ich das jetzt? Granaten, das ist kacke gerade. Wenn ich das richtig sehe. Scheiße. Nimm das!
Scheiße, ich krieg keine. Scheiße, ich krieg keine Dings hin, ne? Ich hab keine Granaten mehr. Fuck you, Alter. Ich brauch Granaten. Mich hier hinten auch. Ich treffe den ja genauso. Das ist das Problem. Oh, ich habe dem was weggeschossen. Das könnte auch theoretisch. Habe. Uiu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 
Anscheinend habe ich den echt getötet. Ja, jetzt müssen wir Munition mitnehmen. Ein bisschen. Das ist ein normaler, ne? Ist denn der Elite-Heini? Habe ich den nicht. Habe ich den echt weggekriegt? Okay. Okay. Ich habe jetzt gar keine Munition mehr, ne? Den Waffen. Scheiße. Oh, warte mal. Ich kann ja. Kann ich nicht im Rucksack gucken? Ach, klepp ich doch mal. Ich will doch nicht die Waffen. Die Riesen. Warte mal. Kann ich nicht irgendwas herstellen? Kann ich nicht Munition für die Waffe herstellen? Oder so, ne? So. Ich muss ja, hä? Warte mal, ich hab doch echt. Hä? Wie kann ich jetzt da eh nicht mehr machen, oder was? Jetzt geht es auf. Klar, die kommen jetzt. Ich muss jetzt hoffen. Die looten könnte die Typen. Ja, egal. Hauptsache, ich habe was im Bulli. Hauptsache, ich habe jetzt Waffen. Okay. So, den hat es mal eben kurz zerlegt. Wunderbar. Oh, Alter! Was für eine Kacke! Warte mal, ich muss mal die Waffen mitnehmen. Hier looten. Und die Munition mitnehmen, auf jeden Fall. So, jetzt komme ich raus, hoffentlich. Oh, wir haben Anna gefunden. Das war ein hartes Stück Arbeit, liebe Leute. Das war ein hartes, hartes Stück Arbeit. Es geht immer. Ran mit dich. Ach, du auch, oder was? Niemanden retten. Genau wie die anderen. So. Keine Bewegung. Ja, nur lass ihn nicht gehen. Weißt sofort. Du noch, was ich gesagt habe? Es gibt ein experimentelles wenig... Genug. Richtig. Ja, lecker. Alles klar bei dir, Artyom? Mehr oder weniger. Gott sei Dank. Danke. Melden wir uns beim Oberst. Auf. Oh, was für eine. What the. Ich bin's. Anna, geht's dir gut? Wo bist du? Im Krankenlager. Artyom hat mich gefunden. Gott sei Dank. Gut gemacht, Artyom. Wo gehen Sie jetzt hin? Am Ende des Gangs ist ein Aufzug. Er führt direkt in die Kommandozentrale. Auf geht's. Aber nicht zu schnell. Ja. Alter, überall die Fliegen, hier überall die Leichen rumhängen. Alter, ist das ekelhaft, ey. Komm rein, komm, Anna. Komm. Hallo, Anna. Kuckuck. Aber diese ganze Situation,
Ich hätte nicht gedacht, dass wir etwas Schlimmeres als den Kult an der Wolga zu sehen bekommen. Als diesen Selantius mit seinen verdammten Fanatikern. Ja, das war hier nochmal eine Ecke heftig, Digga. Nochmal eine Ecke. Wow, ey. Aber nein, wie es scheint, gibt es noch Luft nach oben. Mehr oder weniger. Wir hätten hier sterben können. Wären fast gefressen worden. Dieser Schweinehund. Unglaublich, dass der einmal Arzt gewesen sein soll. Tja, dann hat er zumindest die Ausbildung, um hier zu Experimente zu ziehen. Immerhin haben wir sie überlebt. Da geht die Reise. Ah, das sind unsere Leute, okay. Hallo. Gott sei Dank. Ich hätte es mir nie vergeben. Das waren Feinde, okay. Wer hätte gedacht, dass diese Kreaturen hier seit 20 Jahren Menschen fressen? Ist das zu glauben? Das frage ich mir auch. Tut mir leid. Ich habe mich wie ein Grünschnabel verhalten. Ich sollte den Minister treffen. Die Täuschung hat mich selbstgefällig werden lassen. Ich habe vor diesen Ghulen sogar salutiert. Eine verschissene Arche. Diese Monster waren hergekommen wie die Beobachter in Moskau. Die halten die Leute dort mit ihrer Täuschung im Untergrund. Aber hier? Also gut, und was machen wir ich jetzt? Ich weiß es einfach nicht, Anna. Hast du etwas gefunden, Idiot? Luftabwehr, Hauptquartiere, alle Informationen sind überholt. Alle Verbindungen lange erloschen. Immerhin haben einige noch mehrere Jahre nach dem Krieg funktioniert. Was ist das da unten? Das frage ich mich auch und das erfahren wir in der nächsten Folge.